Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so eine kleine Folge von meiner Serie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und ich habe wieder was sehr, sehr Nices gefunden. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Ich bin nämlich mal wieder auf einem russischen Server. Musste noch fix wen finden, der auf dem Battle.net mir Gold rüber tradet. Hat den Hintergrund, auf dem russischen Server kann ich mir selber quasi kein Gold rüber traden, weil man alles auf Kyrillisch umstellen muss, habe ich, denke ich, mal in dem einen oder anderen Video schon erklärt. Und ja, jetzt habe ich hier ein Removed-Item gefunden, wie ihr seht, das ist ein Cuttercraft-Item und das hat mich gekostet 1000 Gold. Also das ist halt der Schnapper des Jahrtausends. Alle, die ich aktuell noch in den verschiedenen EU-Auktionshäusern finde, sind halt bei, ja, so 400.000, 500.000 bis zu 1 Million hoch. Und das Ding dann halt für 1000 Gold zu kriegen, ist halt mega günstig. Das Gute ist halt, ne, die meisten Leute schreckt das halt ab mit den mehreren Accounts, ne, dass man dann andere Leute braucht zum Rübertraden. Und dementsprechend hat man da immer noch ein paar Minuten länger, so einen absoluten Schnapper zu kriegen. So, das trade ich jetzt über den Kollegen hier rüber auf meinen richtigen Account, beziehungsweise eigentlich ist es ja derselbe Account, aber quasi auf meine Chars auf den deutschen beziehungsweise englischen Server. Und dann können wir das Ding lernen. So, jetzt zurück auf dem richtigen Account. Jetzt geben wir dem Kollegen sein Gold zurück. So. Und jetzt seht ihr auch, was das für ein Item ist. Warte, ich bedanke mich noch. Und ja, hier haben wir einmal das Item. Das ist ein Plattenteil. Einmal blutrünstige Pyrium-Stiefel. Und wie gesagt, sonst sind die halt bei... Also sonst sind die, wenn dann gar nicht im Auktionshaus oder halt solche Items oder vergleichbare, bei mehreren hunderttausend Gold. Das schicke ich jetzt auf meinen Worry, dann können wir es lernen. Und ja, deswegen lohnt es sich halt echt, ne, hier WoW Thing immer durchzugucken. Ich kann euch das mal zeigen. Da habe ich das gesehen, Black Scar, nur der russische Server, 999 Gold quasi. Und ihr seht, hier sind das vergleichbare Items, das sind auch so ein Craft-Item. Da geht es bei 700.000, 5 Millionen Gold-Cap, ne. Das sind quasi auch solche Craft-Items, also das ist halt der absolute Schnapper. Deswegen versuche ich immer wirklich jede Stunde hier zu refreshen. Ich vergesse es so oft, aber ab und an denke ich dran. Und ja, wenn man so einen Schnapper findet, ist halt echt nice. So, wir lernen das Ding jetzt und dann gucken wir weiter. So, da, jetzt sind wir auf dem Worry. Dann holen wir das Ding mal raus und können das einmal lernen. Ja, wunderbar. Wieder eins weniger von der Liste. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum am Anfang des Videos die Stimme so... beschlagen war. Ich bin eben erst aufgestanden, schön am Wochenende ausgeschlafen, ne? Guck eben, was so drin ist und dann fällt mir die Kinnlade runter, wo ich das sehe, dass das bei einer, bei 1000 Gold ist. Dann musste ich schnell agieren und ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was getrunken nebenbei, jetzt geht's schon, aber ja, wenn man da noch so halb verschlafen ist, aber da konnte ich jetzt nicht warten, ne? Das, wenn ich da ein paar Minuten länger warte, dann kauft das irgendwer anders raus. Und dann war der Mega-Deal quasi Geschichte. So, wir schmeißen das jetzt einmal hier raus. Aus der Liste, dann sind wir auf 71 Items runter. Achso, das ist noch von letztes Mal, das können wir rauskegeln. Und hier tragen wir 2k ein. Ich habe dem Kollegen dann noch ein Tausender dagelassen fürs Traden. So, okay, gut, dann schauen wir weiter, was wir noch so finden. So, als nächstes sind wir auf meinem Inschriftenkundler hier auf Blackmore. Und zwar habe ich mir noch ein bisschen was gekauft. Erweckte Zorneskraft heißt es. Und mit der müssten wir ein paar Rezepte kaufen können. Jetzt muss ich nochmal gucken. Bei dem waren die, glaube ich, ne? Und zwar genau hier haben wir die. Das sind schon mal für die vierte Season ein paar Dinge. Also ich kaufe das jetzt noch ganz knapp vor der vierten Season, aber die sind jetzt hier schon drin gewesen. Und ich habe jetzt so knapp 2k gezahlt für die ganzen Materialien. Jetzt holen wir uns hier die Rezepte. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon craften kann und wie das genau aussieht. Und halt dann schon Item-Level von der nächsten Season quasi. Genau, das hat mir jetzt nochmal... quasi, ja, 2k gekostet. Jetzt tragen wir das jetzt mal noch ein in meine Liste. Dein Vieh macht natürlich auch ein bisschen Mist. Wo haben wir sie? Hier haben wir meine Liste. So. Also 2k. Und dann gucken wir weiter. So, ich wurde jetzt im Stream gerade nochmal darauf hingewiesen, dass ich ja auch noch First Crafts habe mit den drei Rezepten, die ich mir eben gekauft habe. Es hat mich jetzt auch nochmal so ein bisschen über 2k gekostet, die Mats zu kaufen für die Dinger. Und jetzt craften wir die nur einmal, dass wir die First Crafts natürlich auch haben. Ne? Wie gesagt, Mats habe ich einmal schon eingetütet. Und dann
können wir da noch mal eintragen. Was waren das jetzt? 3K? Theoretisch kann ich die auch wieder ins Sahar stellen. Aber ja, gut, egal. Da haben wir meine Tabelle. Also, das waren jetzt 2, 3K. Craft. So. Diesmal lauter Kleckerbeträge, ich sag's euch. Dudela, als nächstes sind wir auf Pozzo del Eternita unterwegs. Und zwar habe ich da was im Black Market ersteigert. Und das ist einmal ein Wappenrock für 543.000 Gold. Und das ist einmal hier der Arkane Wappenrock. Den holen wir uns jetzt mal raus. Also, ich sage jetzt mal so, er ist jetzt nicht, ich finde ihn jetzt nicht besonders schick. Aber wir legen ihn jetzt trotzdem einfach mal an mit dem Charm. Und zwar habe ich mir den geholt, um halt hier im Black Market wieder ein bisschen was rauszukriegen. Jetzt habe ich quasi 3 Wappenröcke nur noch offen, ne? Ich glaube, wie viel sind es? 5? Ne, ich glaube irgendwie 6 oder 7 Wappenröcke sind es, keine Ahnung genau. Und 3 brauche ich jetzt noch, ne? Da haben wir den schicken Ding und halt jetzt hier die 2... T3 Sachen, aber da muss ich jetzt mal gucken, wann ich mir die hole. So, jetzt tragen wir das aber noch in meine Liste ein. Masse. Liste. Ja. Und dann, achso, wie viel habe ich denn jetzt gekauft? 543. So, also. Gut, die Sachen, die ich mir davor geholt habe, waren ja nicht sonderlich teuer. Dann sind wir jetzt bei 560 insgesamt. Als nächstes sind wir auf Silvermond unterwegs und zwar wollte ich mir da noch ein Teil kaufen. Da ist nämlich hier aus dem Vault noch ein Item drin. Das ist noch aus der ersten Season, wie ihr seht. Kostet 300k knapp. Eigentlich wollte ich die nicht für so viel Gold kaufen. Es ist aber eins der wenigen, die mir noch da fehlen und dementsprechend dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Für die letzten hauen wir jetzt halt ein bisschen mehr raus. Also hier einmal 300k. Und wie ihr seht, da sind auch ein Haufen neue Season 4 Geschichten drin, die hat ja jetzt mittlerweile begonnen, die PvP-Items sind es. Und die werden wir uns, ja, muss ich mal gucken, die werden wir uns wahrscheinlich auch noch selber craften, da werde ich mir dementsprechend demnächst mal die Rezepte kaufen. Also die Items an sich macht ja keinen Sinn, wenn ich mir die hole, weil ich brauche ja sowieso die Rezepte und dann den quasi den First Craft, heißt die crafte ich mir dann mit dem Main bzw. mit meinem anderen Crafter-Chars. So, jetzt traden wir das einmal rüber, hätte ich gesagt. Moment, das ist das Falsche. Machen wir den richtigen Account. Hier haben wir den. So, jetzt. Nebenbei bin ich nur ein bisschen bei Editan unterwegs, auch für ein bisschen T-Mock, wisst ihr. So, jetzt habe ich das schon mal auf dem richtigen Account. Jetzt schickt mir das einmal rüber zu... machen wir es mit dem Paladin, oder? Können wir es mit dem mal lernen. So, dann sind wir auf dem Parler. Jetzt können wir erstmal den Kopf hier einmal lernen. Und dann tragen wir noch in meine Liste ein, beziehungsweise aus der anderen Liste aus. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir sie? Also hier einmal. Wir waren jetzt 300k. Ah ja, und ich habe mir noch ein paar Taschen gekauft, ne? Das hat dann nochmal 7k gekostet. Und beim paar Verkaufschars mal ein bisschen aufrüsten. So, dann haben wir jetzt hier den Helm. Und hier können wir ihn rausschmeißen. Also jetzt ist der hier. Mit dir. Jetzt sind es in-game, also Sachen, die nicht removed sind, habe ich jetzt noch 2, ne? Auch aus dem Vault. Noch einen Mantel und halt die Gefechtskeule. Deswegen habe ich jetzt das eine für 300k gekauft und mir dachte, das sind jetzt die letzten 3 Items, die mir noch fehlen. Und alle anderen sind ja removed, ne? Das sind jetzt insgesamt noch 70, die ich hier in der Liste habe. Juti, und dann sind wir jetzt bei 867. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das auch noch in den Katalysator. Angelegt haben wir es. Jawollo. Wenn man es vorher nicht anlegt, ne, kriegt man das T-Mock auch nicht. Dann kriegt man nur das Katalysator-T-Mock, deswegen muss ich da nochmal zweimal schauen. Ich habe es nämlich schon mal verkackt, tatsächlich. Jetzt kann ich hier noch ein Parler-Set quasi mitnehmen. Und ich habe gesehen, eins von diesen Timewalker-Items, die ich hier habe. Ne, das nicht. Was ist das hier? Ah, schau mal, da kriege ich auch noch ein T-Mock, wenn ich das hier reinpacke. Da gibt es nämlich noch ein Arboros-Normal-T-Mock-Item. Ja, kann man mitnehmen, oder? Hätte ich gesagt. Wunderbar. Gut, das können wir dann gleich wieder weghauen. So, als nächstes will ich mir jetzt noch diese ganzen neuen Rezepte kaufen. Und zwar gibt es die jetzt hier für Season 4, ne, kann man sich das komplette Gear einmal craften. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ob mir die Teile einmal ein bisschen günstiger kriegen. Hier auf Blackmoor, wo ich meine Craft-Chars habe,
gehen die Dinger bei 4K los und kosten halt maximal 50k. Jetzt dachte ich mir, okay, auf WoW Thing kann man ja auch Rezepte nachschauen, wie ihr seht. Und da sind auf manchen Servern die Dinger halt wirklich nur für 75 Gold drin. Ich habe jetzt keinen Bock, wirklich für jedes einzelne Rezept den günstigsten Server rauszusuchen, aber wir klappern jetzt ein paar günstige Server ab, kaufen die immer bis ein paar K die Rezepte, vielleicht bis 4.000-5.000 Gold. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar restliche Server, wo ich dann noch den Rest brauche. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss die aber immer einmal lernen, dass ich quasi hier wieder sehen kann, welche ich dann noch brauche, dass man keine doppelt kaufen. Also müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir das clever machen. Jetzt würde ich sagen, logge ich mal auf den ersten von den günstigeren um. Und zwar an Netaron brauche ich mir jetzt einen Char. Und dann gucken wir mal weiter. So, ich glaube, wir machen jetzt eine kleine Planänderung. Das Problem ist, dass die Daten, die ich jetzt von quasi hier WoW Thing hat, schon ein paar Minuten alt sind und die Rezepte gehen dann schon relativ gut. Jetzt bin ich schon auf dem zweiten Server, wo was für unter 100 Gold drin sein soll und die sind halt schon alle raus, die Sachen. Heißt, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf die vollen Server, kaufe mir alle Sachen bis 5k Gold, log durch und dann suche ich die Sachen, die mir am Ende noch fehlen, explizit, weil so wird das, glaube ich, nichts. Dann logge ich auf die Server, wo die Schnapper drin sind, die sind natürlich innerhalb von ein paar Minuten weg, ne? Das macht dann, glaube ich, wenig Sinn. So, jetzt sind wir auf Blackmore. Jetzt kaufen wir einfach schon mal ein paar von den Rezepten raus. Hätte ich gesagt. Hier die für 4-5k. Komm, das Ding für 5,5 kaufen wir auch noch raus. Sind wir da jetzt alles drin? Achso, jetzt machen wir nur die gekauften. Die anderen Sachen holen wir mal später. Und jetzt gucken wir mal. Das ist Inji. Das kann man lernen. Okay, die anderen drei kann ich schon mal lernen. Das ist schon mal gut. Dann schicke ich das eine jetzt auf meinen Inji-Char. Lerne das auch gleich und dann gucken wir jetzt die großen Server durch und schauen mal, wo ich da noch Sachen günstiger kriege. Also jetzt habe ich hier schon mal 19k ausgegeben für. Warte, da können wir jetzt gleich mal ausloggen. Hier, da haben wir die Rezepte. Da tragen wir jetzt schon mal die 19k ein. Mein Inji-Char, dann lernen wir das noch. Das nächste bin ich auf Raven's Crest und seht ihr, da haben wir auch nochmal einige dabei. Ein paar hatte ich mir jetzt eben gekauft gehabt, die dürften jetzt hier nicht mehr drin sein, ne? Das müsste das eigentlich schon immer checken. Jetzt würde ich mal sagen, trade ich mal hier mit dem anderen Account 100k rüber. Und dann gucken wir mal, kaufen wir uns jetzt wieder so bis 5-6k die Sachen raus. 1, 2... Ey. 5, 6, 7, 8, 10, 11. So. Die holen wir mal raus. Was haben wir dafür jetzt ausgegeben? Ah, ziemlich genau 50k, ne? 100 hat man rüber getradet. Okay. Das gibt's jetzt einmal wieder auf den Druiden, dann muss ich das auf Blackmore rüber traden wieder. Das ist mit mehreren Accounts schon ganz praktisch, muss ich sagen. Und dann lernen wir die und dann suchen wir den nächsten Server auf. Und so kriegen wir jetzt die Dinger zumindest halbwegs günstig, ne? So nervig, du musst hier mein Spec auswählen. Und diese ganzen Dinger, warte mal, muss ich... Nee, du musst das auswählen, sonst krieg ich das da nicht weg. Also diese... Fenster sind so nervig, kannst du halt auch nicht verschieben. So, die 50.000. 156, die schicken wir jetzt auch noch rüber. Lassen wir die nicht verlieren. So, genau. So, um die 50k haben wir jetzt minus gemacht damit. Okay, aber es waren wieder einige Rezepte. So, dann traden wir die jetzt hier mal auf den Druid und dann muss ich auch mal noch gucken, was wir hin und her schicken müssen. Lernen wir jetzt erstmal alle. Also zumindest die, die ich mit dem Char lernen kann. Das müssten aber die meisten sein, ne? Ich habe mit dem halt Schmied und Lederer. Ach shit, jetzt haben wir die falschen Sachen rausgeholt. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Dinger ja rüberschicken. Ja gut, also das muss ich zu meinem Hexer schicken. Das ist Juve, das muss ich zu meinem Chami schicken. Das ist auch zum Schneider.
muss halt die vorher alle lernen, ne? Dass mein Addon das erkennt, dass ich die schon kenne. Und dass ich dann nicht die Problematik kriege, dass ich es versehentlich zweimal kaufe. Okay, also das kommt zum Hexer. Und das lernen wir dann mit dem Shami. Und dann würde ich sagen, können wir auf dem nächsten Server weitergucken. Beziehungsweise eins wollte ich jetzt hier noch schauen. Es gibt einen Teil, das jetzt irgendwie nicht gescannt wird. Und zwar ist das der Foliant der Erweckung oder irgendwie. Das ist das Ding hier für VZ. Was das jetzt hier auch nicht so teuer. Das kostet 1800. Da müssten ein paar VZ-Rezepte drin sein. Das schicken wir jetzt auch noch auf den Hexer, wenn wir da schon hinloggen. Okay, das sind dann nochmal 2k. Die anderen habe ich jetzt schon eingetragen, die anderen 50k. Dann sind wir jetzt bei 71. Und dann loggen wir wieder weiter. So, ich habe jetzt gerade die Rezepte auf dem Hexer gelernt und da ist auch VZ dabei. Und da habe ich eben gesehen, da sind hier diese ganzen Wappen, ne, die man quasi craften kann. Und eigentlich wollte ich erst alle Rezepte kaufen und dann die ganzen Sachen craften, aber dafür brauche ich ja eh hier die Geschichten. Und da muss ich jetzt dann immer wieder gucken, ne? Ach, eben war da gerade noch ein Arbeitsauftrag drin. Da muss ich jetzt schauen. Oh, hier, den können wir annehmen. Können wir das craften? Kriegen wir sogar noch ein bisschen Gold. Und haben schon mal den ersten Erstherstellungsbonus. Also da muss ich jetzt halt dann immer mal wieder schauen, ob die richtigen Teile drin sind, ne? Also, jetzt brauche ich quasi noch, das müsste das mittlere Wappen sein, Würm. Und das ist Welpe, okay. Na gut, wer bastelt sich denn Welpe? Ja, aber es gibt Drache, gibt's nicht. Was habe ich denn da? Ich habe Aspekt habe ich gebaut. Würm gibt's. Und Welpe, warum gibt's da nichts für einen Drachen? Das ist komisch. Ach, das kann sein, dass die beiden Würm und Aspekt für die Items mit dem, für die großen Items quasi sind, ne? Wo man diesen Kern da reinhauen muss. Und das hier für die normalen Gear-Items, die blauen Sachen. Deswegen gibt es kein Welpe. Deswegen gibt es kein Drache. Also ich schätze mal, dass das so rum funktioniert. Naja gut, das muss ich halt immer wieder bei dem VZ einloggen und mal gucken, ob ich irgendwem was hier craften kann. Naja, schwierig. So, dann sind wir jetzt auf Black Hand. Hier habe ich jetzt aber auch nur eins für 4k. Wisst ihr was? Dann traden wir da jetzt mal 5k rüber und kaufen das eine ein. Na, ich glaube, für bis zu 5k kriegen wir nicht alle Sachen, ne? Wird wahrscheinlich schwierig. Also das holen wir uns mal für 4 irgendwas. Na, die anderen sind alle teurer. Also, ich muss das noch aus dem Postkasten holen. So. Übertraden. Was ist denn das für ein Rezept? Lederverarbeitung. Okay. Halt, das rüstige Gold packen wir auch noch rüber, weil ich den Char lösche ich dann wieder. 5, 5, 6. Gut, wieder 1. So, jetzt sind wir als nächstes auf Kazak. Und jetzt gucken wir mal Rezepte. Na, ein paar kann ich kaufen, ne? Handeln wir da mal wieder ein bisschen was rüber. Also die 4, 5k von vorhin muss ich auch noch eintragen. Ich denke mal 30k traden wir mal. Mal gucken, was wir da noch Schickes kaufen können. Also, eins. Hier, komm, das kaufen wir auch noch 5. Leder, Leder, Leder. Okay, das meiste sind Lederverarbeitungsdinger. Gut, die traden wir jetzt hier wieder rüber. Haben wir jetzt nur über 7k, also haben wir 23 ausgegeben, ne? Okay. Dann tragen wir das gleich nochmal ein. In meine Liste. Also, dann haben wir 70, 80, 90, 94, achso, und dann waren die 5k von vorne, dann hätten wir, sind wir jetzt bei 99, ne? Die wir ausgegeben haben für Rezepte. Okay, dann schicke ich die jetzt mal rüber, lernen wir und dann schauen wir auf den nächsten Server.
So, jetzt sind wir wieder auf dem Main zurück. Können wir alle lernen, beziehungsweise noch ein bisschen weiter verteilen. Also ich zeige euch jetzt nicht, wie ich alle Rezepte lerne, wenn ich jetzt noch auf den Twinks Lock und die Inji-Rezepte und so noch lerne. Aber zumindest ein paar. Wenn das dann heißt, ihr habt eh gar nicht gelernt. Wobei, ich zeige euch ja wahrscheinlich hart nochmal die First Craft. Da müssen wir auch noch ein bisschen Geld ausgeben für. So, was war das? Das war Inji. Das muss auf mein Worry. Gut, als nächstes sind wir jetzt auf Black Rock. Und da traden wir mal 20.000 rüber. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen reingelinst, was da noch Sinniges ist. Und da kommen wir relativ gut hin. Also, jetzt kaufen wir mal hier für knappe 4. 5. 5. Und das noch für 6.000. Dann haben wir genau noch ein Gold über. Jetzt muss ich langsam ein bisschen hochgehen. Weil ich habe schon geschaut, manche Rezepte kriege ich halt nicht für 5.000. Da muss ich halt mehr ausgeben, ne? Die sind halt auf allen Servern tatsächlich teurer drin. Warte mal, das eine Gold können wir auch noch rüber traden. So. Gut, jetzt muss ich mal kurz nochmal gucken, ob noch irgendwas anderes hier... Nee, das passt soweit. Okay, gut, loggen wir weiter. So, ich habe die 20.000 schon mal draufgerechnet, ne? Dann sind wir bei 119 insgesamt, die wir da ausgegeben haben. Und jetzt bin ich nochmal auf dem Hexer. Da habe ich nämlich nochmal einige Rezepte mit dem Main rübergeschickt. Bevor wir da zum Postkasten gehen, gucken wir jetzt mal hier. Nee, da ist leider nichts drin, was ich craften kann. Schade. Ja, das kann jetzt wieder ätzend werden. Ne? Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass ich für die Wappen ja blöderweise dann da einmal die Aufträge machen muss. Weil die ganzen anderen Rezepte sind einmal, ne, Sachen herstellen. Die brauche ich dann eh für T-Mog. Was mit den Wappen, das wird wieder nerviger für die First Crafts. Aber gut, da machst du halt nichts. So, als nächstes sind wir auf Twisting Nature. Da sind jetzt noch zwei Sachen drin, die nicht schlecht wären. Da können wir jetzt mal hier 11.000. Jetzt muss ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen hochgehen, ne? Weil manche Rezepte gibt es halt einfach nicht für 5.000, da musst du halt mehr reinlatzen. Aber ich wollte zumindest die Masse günstig kaufen. Das war so ein bisschen der Plan. Also die beiden kaufen wir uns jetzt mal noch. So. Das waren jetzt nochmal quasi Zähne. Ausgegeben haben, oder? Warte mal. Ja. 900... 2 Gold. Was haben wir denn da? Schmiedekunstrezepte. Okay. Kann ich auch wieder umloggen. So, dann sind wir jetzt auf dem nächsten Server unterwegs. Und zwar Archimond heißt der. Und da wären wir jetzt ein bisschen höher mit dem Preis. Halt, warte, nicht nur 10.000. Ich will 100.000 rüber. Ein bisschen höher mit dem Preis gehen. Weil die letzten Teile habe ich jetzt geguckt. Sind jetzt teilweise EU-weit nett drin für 5.000, ne? Da muss man ein bisschen mehr reinlatzen. Deswegen kaufen wir jetzt hier die für 8 auch noch ein. Das auch noch. So, da haben wir jetzt nochmal rausgehauen 41.000. Gut, die 50, 441 tun wir nochmal zurückschicken. Beauty. Also, das haben wir gesagt, 41, komm, die tragen wir jetzt gleich. Also, die 20 von vorhin habe ich jetzt auch noch. Dann sind wir bei 130, 40, 50, 60, 70, 170.000. So, jetzt habe ich gerade noch auf Main die Schmiede- und Lederrezepte gelernt. Zwei Stoffteile habe ich jetzt noch von eben, die ich weiterschicken kann. Jetzt dachte ich, ich scanne mal hier nochmal auf Blackmore und kaufe mal die, die jetzt noch günstig sind, raus. Und zwar habe ich jetzt hier einmal noch ein Lederteil für 6.000 und da noch ein Schneiderteil für 8. Aber das sind, warte mal, das sind die Windwollbänder. Und ich habe jetzt hier noch Tunika und Schulterpolster. Also das sind andere, die können wir auch kaufen. Und dann haben wir noch
Zwei Inji-Dinger, die kosten beide 10. Die kaufe ich jetzt hier auch noch raus, hätte ich gesagt. So, dann haben wir noch zwei und die können wir dann nachher noch gucken, wo wir sie günstiger kriegen. Kauft. So, das können wir lernen. Das ist Stoff, das ist Inji. Und dann schicken wir die gleich nochmal weiter. Also die Stoffteile können wieder auf den Hexer. Inji kann einmal auf den Worry. Und dann sind das jetzt 34k, die wir noch ausgegeben hatten hier. Hol, da können wir schneller ausloggen. Also, hole ich meine Liste wieder her. 34k, dann sind wir bei 204 quasi. So, jetzt bin ich nochmal zurück auf Blackhand. Hier ist quasi das günstigste für 15k drin. Das kaufen wir jetzt einmal. Das für 34, das holen wir uns nicht. Da habe ich auf einem anderen Server noch gesehen, dass es noch günstiger ist. Da werden wir jetzt gleich nochmal hinschauen. So, also das schicken wir jetzt schon mal um. Und dann locken wir nochmal um. So, dann sind wir noch auf Stormscale und hier haben wir für 5k noch das letzte Rezept. Und dann sagt, traden wir das einmal noch. Also das eine haben wir jetzt für 15k gekauft, das war ein Juwe und das ist jetzt noch ein Schmiedekunstrezept. Die beiden müssen wir jetzt noch in die Liste mit eintragen. Und dann müssen wir auf Main und Num switchen. Auf den Main of Blackmore. Und dann tragen wir das Ganze mal ein. Also das waren jetzt nochmal 5 und 15k, also 20. Dann sind wir auf 224.000, was wir jetzt für die Rezepte gezahlt haben. Okay, das waren jetzt wie viel? Ich glaube 40 Rezepte, ne? Also 224 geteilt durch 40. Also wir haben jetzt 5.500 für die Rezepte im Schnitt gezahlt. Ne? Ein bisschen mehr. Aber das geht. Das geht. Ich habe es jetzt in der ersten Woche gekauft. Ich habe mir jetzt gedacht, warte ich noch ein bisschen länger. Das Problem ist, ich will ja erstmal die First Crafts weghaben. Und warum ich es mir jetzt aber vorher gekauft habe, ich brauche das Gear auch, um meine Chars hochzugieren auf ein gewisses Item-Level, dass ich in LFR anmelden kann. Also, ja gut, mit dem Main kann ich es jetzt schlecht zeigen, weil der natürlich das Item-Level hat, aber hier mit den Twinks kann ich hier nicht anmelden. Da brauchst du, glaube ich, 463. Und was ich gesehen habe, kannst du das neue Craft-PvP-Gear, das müsstest du, warte mal, das ist jetzt hier nur 451. Haben sie das doch nicht so hoch gemacht? Weird. Ich dachte, das ist höher. Ist das das Komische ist? Wenn ich jetzt bei Appearance gucke. Bitte, hier wird das als 463 angezeigt. Blöd. Ich dachte, es ist höher. Ich dachte, es ist so hoch, dass ich quasi LFR mitlaufen kann. Aber 451 reicht tatsächlich nicht. Na gut, aber ich muss es ja eh einmal für den First Craft selber herstellen. Von dem her, das ging jetzt vom Preis her. Gut, jetzt traden wir die letzten Sachen noch rüber. Und können dann das eine Rezept noch lernen. So, wo haben wir es? Das können wir lernen. Jetzt schauen wir kurz rein. Okay, der Schmiedekunst habe ich jetzt alle. Oh, Leder habe ich gar nicht mehr rausgezogen, so wie es aussieht. Aber ich benutze die Berufe so gut wie gar nicht mehr aktuell. Ja, da habe ich jetzt auch alles. Okay, und das schicken wir jetzt noch auf meinen Juwitscher und dann müssten wir damit alles haben. Für die Aufnahme soll es das jetzt aber tatsächlich schon gewesen sein, denn ich habe wieder 1 Million erreicht tatsächlich, in Anführungszeichen. Jetzt sind wir bei insgesamten Kosten von 1.091.000. Beim nächsten Mal werde ich mir dann mal die ganzen First Crafts vornehmen. Da werden wir die ganzen Dinge einmal herstellen. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da wieder rein. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tiller. Bis dahin. Ciao.